Wenn er an einer 58 vorbeiläuft, muss er sofort die Zahl 7 notieren. Im Supermarkt fällt es ihm schwer, etwas Grünes oder Rotes zu berühren. Und wenn an der Kasse der falsche Betrag aufleuchtet, bekommt er Panik. Das nimmt mir, ich habe immer so das Gefühl, das nimmt mir 80% meiner Energie. Oliver aus Berlin leidet an einer extrem seltenen Farb- und Zahlenzwangsstörung. Mein Kopf denkt, ich muss bestimmte Dinge tun oder denken, damit sich die Zukunft, meine Zukunft, nicht negativ entwickelt. Der 41-Jährige sieht überall eine Bedrohung. Er schafft sich selbst ein Gefängnis aus Zahlen und Farben. Wir treffen den Sozialpädagogen in Berlin-Charlottenburg. Die Angst vor Zahlen und Farben begleitet Hallo. Oliver auch zu Hause, in den eigenen vier Wänden. Sie beginnt bereits morgens bei der ersten Tasse Kaffee. Das Einzige, was hier schwierig ist, dass es eine grüne Anzeige gibt. Und wenn zum Beispiel die Kaffeebohnen aus sind oder das Wasser leer ist, dann springt die Anzeige auf Rot um. Davor fürchtet sich Oliver. Nur durch die Berührung einer neutralen Oberfläche wie der weißen Arbeitsplatte beruhigt er sich wieder. Für Außenstehende mag dieses Verhalten vielleicht lustig wirken. Für Oliver ist es ein Albtraum. Seine Zwangsstörung beginnt in der Kindheit, als sein Vater an Krebs stirbt. Also gerade bei Kindern, wenn irgendetwas Traumatisches passiert, dass die Ordnung, die man so als Kind hat, auf den Kopf stellt und nicht mehr so richtig weiß, wie es im Leben weitergehen soll, dann schafft sich die Psyche manchmal eine Ersatzordnung. Damals als Kind hat mir das eine Sicherheit gegeben. Ja, und heute ist es ein Gefängnis. Was uns nur wundert, Olivers Wohnung, in der er mit seinem Partner lebt, ist bunt und vollgestopft mit tausend Dingen. Ich habe aber keinen Ordnungszwang und auch keinen Reinlichkeitszwang. Deswegen ist unsere Wohnung auch nicht aufgeräumt. Wir begleiten den 41-Jährigen nach draußen. Schon im Treppenhaus zeigt sich Olivers Farbzwang. Nur durch das Berühren der weißen Wand kann er den roten Boden betreten. Schon ein paar Meter weiter sieht er die nächste Herausforderung, ein Haus mit der Nummer 58. Ja, das Haus wäre tatsächlich problematisch, also es zu begehen. Das lässt sich aber austricksen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel zu jemandem gehen würde, der im dritten Stock wohnt, würde sich das neutralisieren, weil 58 plus 3 61 ergibt und das in der Quersumme 6 plus 1 7. Die Zahl 7 beruhigt Oliver. Für ihn eine positive Zahl. Manchmal, wenn ich halt mit dem normalen Neutralisieren, wenn das nicht ausreicht, dann mache ich, ich nenne das Zwangsrituale, wie das Rauchen einer Zigarette, auf die ich eine 7 male. Dann ist das so, als ob ich die 7 inhaliere. Und das, obwohl er Nichtraucher ist. Es ist natürlich alles Einbildung, also die ich halt nicht bewusst, also ich kann das nicht bewusst steuern, aber es ist so in mir verankert, dass das hilft, dass es hilft. An der nächsten Ecke lauert eine Farbkombination, die Oliver Schwierigkeiten macht. Ampeln sind halt generell ein schwieriges Thema, weil Rot auf Schwarz, der Hintergrund ist ja schwarz und das Ampelhäuschen ist sehr dunkelgrün, also auch fast schwarz. Das ist halt schon mal ganz schwierig. Mit der Berührung eines silbernen Pfeilers glaubt Oliver, die vermeintlich böse Farbkombination neutralisieren zu können. Auch der Einkauf im Supermarkt ist wegen all der Farben und Preisschilder für den Berliner kräftezehrend. Der Laden hier ist schon mal grundsätzlich schwierig, weil alles in Grün gehalten ist. Also Grün kann halt ist nicht immer eine schwierige Farbe, ich habe ja auch was Grünes an. Aber so die helleren Grüntöne, das ist schon mal per se, also dass ich jetzt auch diesen Wagen hier so führen muss, das ist schon mal, das macht überhaupt das Ganze nicht einfacher. Logisch ist das nicht, aber so sind Zwangsstörungen nun mal. Hier ist schon wieder besser, weil viele weiße Wände da sind, auch andere Produkte da stehen. Weißer Joghurt ist halt gut, Milch, Weiß, alles hier ist viel besser. Olivers Hallo. Kopf ist immer voller Zahlen und Farben. Er findet die vermeintlich bösen Zahlen überall, stellt dafür absurde Rechnungen an. So, das macht dann 2,37 €. Mhm. Ja, hätte nicht 1 Cent mehr sein dürfen, dann wäre es wieder problematisch gewesen. Warum? Na, dann hätte man 2 plus 3 sind 5 und dahinter die 8. Wieder die 58. Dreimal die Woche arbeitet Oliver trotzdem als Sozialpädagoge. Das gibt ihm Struktur. Den roten Teppich im Büro gleicht er auch hier mit Weiß aus. Eine WhatsApp um 16.58 Uhr bringt ihn aber gleich wieder aus der Fassung. Hat er mir irgendwas geschrieben? Dann sage ich ja, klar, Tipp, nochmal Antipp und nee, wegen der Uhrzeiten.
dann weiß er schon, okay, irgendwas stimmt wieder nicht. Dann schreibe ich noch plus 3, ist kompliziert, kann das jetzt nicht erklären. Okay. Und dann schickt er mir eine 7. Dann weiß er schon, okay, jetzt gibt's Ruhe. Kumpel Max versucht, Olivers Zwang locker zu nehmen. Also ich muss auch ehrlich gestehen, dass ich ihn manchmal ärgere und dann eine negativ behaftete Zahl schicke. Das mache ich aber dann wirklich nur ganz selten, sondern in der Regel nehme ich das dann schon ernst und weiß, wenn ich jetzt beispielsweise eine 7 schicke, dann ist das auch in Ordnung. Oliver will auch nicht, dass andere auf ihn Rücksicht nehmen müssen. Er geht inzwischen regelmäßig zur Therapie. Trotzdem, ganz loswerden wird er seinen Farb- und Zahlenzwang wohl nie.